Was geht ab, Freunde und Supporter? Euer Sorbamchef für euch mit einer neuen Folge zu Days Gone. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Freunde. Wir werden jetzt mal zu unserem Missionsziel gehen. Ihr seid am Start, was mich natürlich sehr freut, Freunde. Danke für die Unterstützung bis hierhin. An die aktiven Supporter. Wo ist denn der? Wo schießt denn der? Ach, da vorne. Das, hallo, ich gebe die ganze Zeit Gas, Alter. Er fährt einfach nicht los. What the fuck? Braucht er Hilfe, oder? Schießt er auf mich? Schießt. Ne, er schießt nicht auf mich, wa? Sauber, Junge. Da ist noch jemand. Schön, schön. Noch mehr Beute. Hey, was geht? Ach, du bist gar nicht mein Ziel. Wer bist du denn? Was machst du denn hier? Hä? Er ist ja gar nicht mein Ziel. Aber. Ja, gut, alles klar. Dann halt nicht. Oder ist er vielleicht doch mein Ziel? Man weiß nicht genau. Oh nein! Ja, cool. Erstmal heilen, Alter. Ey, fuck! Alter, wie krieg ich mein Motorrad jetzt hier raus, ohne dass es abzäumt? Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß jetzt. Mach keinen Scheiß. Oh, Freunde. Nein. Okay, alles klar. Freunde, wie immer natürlich der Hinweis auch auf die Videobeschreibung. Checkt die gerne ab. Seid dort gerne am Start. Twitter, Instagram, Twitch. Ihr wisst Bescheid. Und gerne weiter unterstützen das Ganze hier. Ja? Geil. Leute und Bräute. Oh, es wird Nacht. Was zum Teufel? Verdammt. Du warst wieder da oben, oder? Obwohl du das nicht solltest. Na, kannst du einfach mal damit aufhören? Ich jage doch nur Freaks, Boozer, verstanden? Wegen dem Kopfgeld. Deshalb treibe ich mich da oben rum. Wo zum Teufel wollen wir... Alter, geh doch weg. Alter, geh weg. Selber schuld. Selber schuld. Wuhu. Oh shit! Komm ich nochmal auf den richtigen Weg? Ja, alles klar. Gar kein Problem hier. Wo fliegen die hin, ey? Vor allem ist ein bisschen komisch, dass sie uns angeblich nicht bemerken, weißt du? Wow, 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 warte, warte, die werden langsamer. Ich glaube, die halten an. Das waren wahrscheinlich nur Warnschüsse, sonst wäre ich ja schon tot. Nick, weißt du noch, als ich sagte, dass du lebensmüde bist? Ja, 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 ich schaff das schon. Dicken Ende. Ich hoffe, wir schaffen das. Lebensmüde ist auf jeden Fall. Betäubung wirkt nicht. Oh, doch tut sie. Sonst hätte das Viech dir schon längst den Kopf weggerissen. Doc, beeil dich. Scheiße, verrückt dich, verdammt. Sie kommen. Bin nicht so weit. Was machst du denn? Das war's, wir hauen ab. Shit, los geht's.
Los! Mission abbrechen! Abbrechen! Los, los, los! Einladen, einladen! Kommt los jetzt! Los! Scheiße, ist das eine Horde? Hallo, was habt ihr Penner da liegen lassen? Oh, Scheiße. Das ist schon ziemlich krass geil, Alter, mit den Horden, wa? Das ist schon ganz nice. Okay, 5 Stück, glaube ich. Scheiße, Alter. Hey, wie machen wir das denn? Welcher Knopf war nochmal ein Schneiden werfen? Ah ja. Ja, irgendwas muss ich jetzt machen, Freunde. Irgendwas muss ich jetzt tun. Den hier wegmessern. Hat er mich gesehen? Hat er mich gesehen? Haben die mich gesehen oder nicht? Scheiße, Alter. Komm her! Jawohl! Scheiße, jetzt ist natürlich... Jetzt brauche ich mein Messer, Alter. Und das macht ja nicht so viel Schaden, leider. Warum auch immer das Messer nicht so viel Schaden macht, oder? Ich meine, dafür ist es unzerbrechlich, aber... Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, okay. Ein Funkgerät. Wow! Ja, verdammt, gib das wieder her! Scheiße, das ist meins! Das war so klar, ey. Oh, endlich, die Scheißköder sind verdammt schnell. Okay, was machen die da? Sieht aus, als ob sie hier, scheiße, Freaks hüten, keine Ahnung. Die hatten einen Krabbler in der Schlinge und haben ihm einen Peilsender oder sowas angesteckt. Was? Hüten? Wie meinst du das? Also, die fesseln sie und nehmen Proben von ihnen oder sowas, wie diese Typen in den Tierdokus früher. Ziemlich abgefuckt. Schwärmer haben sie vertrieben. Die haben sich verpisst. Die haben was dagelassen, ein Funkgerät. Warte, du glaubst doch nicht etwa, Sarah... Nein, nein... Nein, ich weiß es doch nicht. Okay, er lebt, Boozer. Er ist am Leben. O'Brien, das waren Neros. Ich werde versuchen, ihn aufzuspüren. Ich brauch ein paar Antworten, Mann. Verdammt. Okay. Ich kann schon bald wieder fahren. Ich helfe dir, Nick. Wenn er lebt, finden wir den Penner. Da hast du verdammt nochmal recht. Ich melde mich später nochmal. Liegen Ende. Okay, O'Brien... Wo zur Hölle steckst du? Ich hab mich verfahren. Könntest du mir helfen? Wie bitte? Verfahren?
Ja, ich suche die Old Belknap Road und hier gibt's irgendwie keine Schilder. Das soll wohl ein Witz sein. Nein. Was? Was ist denn? Was? Oh. Na toll. Das ist echt super. Einfach toll. Wirklich super. Also, wie komme ich jetzt? Was? Sorry, ich weiß nicht, wo Belknap, 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 Belknap. Belknap. Ja, das war's. Und ich weiß nicht, wo das ist. Keine Ahnung. Tut mir leid. Das heißt nein? Nein. Okay. Tja, trotzdem danke. Hey! Okay. Soll ich dich mitnehmen? Ja, gerne. Und danke, dass du endlich fragst. Ich bin Sarah. Ich bin Deacon. Oh, sorry. Waren wohl schmutzig. Ich weiß nicht, wie steigt man auf dieses Ding? Ganz einfach. Schwing einfach dein Bein drüber. Okay. Ja. Also, rauf. Wow. Okay. Fertig. Hey! Hey! Gut festhalten. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Es ist nur, ich habe kein Netz und... Naja, also hier gibt's einen Teich, aber zum Fischen, also... Nein, ich meinte Handyempfang. Ja, ich weiß. Ja, natürlich. Na egal. Also, was macht ein Mädchen wie du an so einem Ort? Tja, das frage ich mich auch andauernd. Ich studiere, also ich untersuche Sachen. Danke, ich hatte keine Ahnung, was studieren heißt. Tut mir leid, ich studiere Pflanzen. Du studierst Pflanzen? Ja. Hey, hey, Vorsicht! Scheiße, komm auf! Oh mein Gott. Bist du okay? Ja, nur... Oh, Himmel, das war knapp. Hey, bist du wirklich okay? Mir geht's gut, das ist nur... Oh mein Gott. Hey, hey. Ich habe Handyempfang. Hey. Ja, mir geht's gut, aber Ihr Auto ist echt eine Dreckskarre. Sie müssen mich abschleppen. Ich bin, keine Ahnung, auf der, keine Ahnung Road wo. Road 42. Road 42? Ja, etwa eine Meile rauf. Ja, bis gleich. Komm, ich bring dich zurück zum Auto. Wir warten auf den Abschleppdienst. Ich weiß nicht. Okay, na schön. Wenn die Typen zurückkommen, dann nehmen die dich sicher gerne mit. Okay, na gut. Alles klar, ich muss nur... einen Moment. Die werden gleich hier sein, okay, also... Okay, scheiß drauf, los geht's. Aber fahr dieses Mal vorsichtiger, ja? Du hattest dich nicht wirklich verirrt, oder? Naja, das kommt darauf an, wen du fragst. Meine Ex würde sagen, ich weiß nie, wo es lang geht. Na, hier kennst du dich jedenfalls gut aus. Du bist also nicht von hier, ha? Huh? Nein, ich komme aus Seattle. Die Firma, für die ich arbeite, hat hier gerade ein Labor eröffnet. Also bin ich hergezogen, mitten ins Niemandsland. Um Pflanzen zu studieren? Genau, stimmt. Das habe ich schon erzählt. Also, die Firma, für die ich arbeite, sie arbeiten für diese... Biotechnikunternehmen und einige der Pflanzen, die ich untersuche, die sind ziemlich selten. Und sie wachsen hier. Das ist das Beste, was ich je gehört habe. Oh, was zum Teufel? Cleet, wir kriegen Besuch. Oh. Alles klar, die Herren. Alter, ach so, jetzt steuere ich auf einmal. Hallo,
Hallo? Darf ich auch aus? Ich kann gar nicht ausweichen, Alter. Mit R1 wie sonst. Sag mal, muss ich den Kampf verlieren, oder was? Ja. Immer noch so. Was haben wir denn hier? Ein böser Biker, was? Ja! Ja, gib ihm noch eine! Wie gefällt dir das, Biker? Los, weiter, schlag zu! Ist doch nicht so hart, Lucky. Was? Wann lernst du, ich könnte eh nicht weiterbeigen? Oh ja! Ja! Dem zeigen wir es! Dem zeigen wir es! Ja, wie gefällt dir das? Wie geht's mit... Scheiße! Scheiß drauf, Mann, ich hau ab! Moment, Moment, Schotte, warte auf mich! Gib Gas, verdammt! Los! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey. Tut mir leid! Nein! Das Ding war in deiner Tasche! Nein, ich hab's gesehen und... Oh mein Gott, ich hätte jemanden töten können! Naja. Oh Scheiße! Ja, aber da müsstest du erstmal auf jemanden ziehen! Das hab ich noch nie gemacht! Schon okay! Das Ding in deiner Tasche und ich wollte die Polizei rufen, aber ich hatte kein Netz und keinen Empfang! Ich warte hier mit dir! Bis dein Typ kommt. Okay. Danke. So was habe ich noch nie gemacht. Ja. Kaum zu glauben. Ja? Mädchen wie du. Neue Fertigkeitspunkte. Ach ja, ich sollte mal ein paar neue Fertigkeitspunkte. Alter. 3 Punkte habe ich zum Ausgeben. Boah, ich weiß nicht, was ich mir holen soll. Holen wir uns das. Holen wir uns das. Adlerauge. Erzeugt weniger Lärm, wenn du dich bewegst oder fallen lässt. Ja, nehmen wir das. Gut. So. Was ist die nächste Mission? Schnellreise. Hier sind noch ein paar... Das gehört alles zu den Stories. Was macht das Hinterhalt-Camp ausfindig? Infizierungsbeseitiger, Nester räumen, das gehört ehrlich alles zur Story, oder was? Alter, das ist doch stinkend langweilig. Das ist stinkend langweilig. So, Nester ausräuchern. Ach, guck mal hier oben. Jagd auf Leon, sie war eine von uns. Verbrenne Alvarez' Leiche. Ja, das könnte man als nächstes machen. Mal Schnellreise dorthin. Oder, warte mal, Schnellreise dorthin. So. Ansonsten, Freunde, würde ich sagen, kommen wir sowieso jetzt langsam mal zum Schluss. Ja, mal schauen. Aber wenn das verbrennende Leiche auch eine Nebenmission ist, what the fuck, wie geht's denn jetzt hier richtig hauptstorymäßig weiter? Vielleicht kriegen wir ja irgendwann mit der Zeit irgendeine Benachrichtigung oder sowas oder hören irgendwas mit durch das Walkie-Talkie. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, aber wirklich diese Nester und so, das ist halt einfach... Das ist halt alles, boah, das ist absoluter Überstandard, so. Das ist leider nichts Besonderes. Moment. Naja. Tucker. Mach's auf. Hot Springs Camp, bist du da? Ich brauche mehr Informationen über Larsens Überlebende in Marion Forks. Sieht gerade gut aus. Deacon, ich hab dir alles gesagt, was ich weiß. Jung, weiblich. Warte, er hat Hungry Jim's erwähnt. Das alte Pfannkuchencafé an der Ostbrücke. Holzfällerfigur, Stapel Pfannkuchen,
kenne ich. Okay, da fange ich an. Mach das. Und denk dran, bring sie mir. Ein paar Drifter kamen hier durch und haben ein paar Waffen mit uns getauscht. Vielleicht ist was für dich dabei. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Das klingt doch wiederum nicht schlecht. Haben wir doch direkt eine neue Mission bekommen. Gut, Freunde. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bewerten, kommentieren, nicht vergessen, ihr wisst Bescheid. Haut rein und tschüss.